Tag 17 der Zeitreise. Ich breche wieder auf nach Süden, verlasse also den nördlichsten Punkt in Cuxhaven und fahre nach Darmstadt, wo ich wieder meine Familie besuche, oder zumindest einen Teil von ihr. Mein Neffe mit seiner Frau erwarten mich schon heute. Es geht über Flögeln, der Ort mit dem teuren ersten L. Und östlich von Bremen, 30 Kilometer entfernt, erreiche ich schließlich Darmstadt. Für uns Süddeutsche haben diese Orte hier schon recht merkwürdige Namen, wie zum Beispiel Bad Berserker oder Lilienort oder Ahlen-Falkenberg. Ach, ich lasse es lieber. Aber ich glaube, für die Leute, die hier wohnen, hören sich unsere Ortsnamen wie Aftersteg oder Sechsau genauso komisch an. Ich fahre durch weitreichende Moorlandschaften und komme an in Flögeln. Dieser Ort hat einen sehr schönen See, etwa 1,5 Quadratkilometer groß. Und ich halte an und mache eine Kaffeepause. Am Ufer Fischerkähne, sehr idyllisch. Es muss wohl hier ganz schön viele Fische im See geben. Am Norden ein Campingplatz und am See eine kleine Insel mit einem alten Wasserschlösschen. Die Straßen führen hier meistens schnurgerade durch ein flaches Land. Das könnte man als langweilig empfinden, ist es aber nicht, weil diese Straßen durchweg als Alleen ausgebaut sind. Man befindet sich also immer in einer Art grünen Tunnel, der nicht nur vor der Sonne, sondern auch teilweise vor Regen schützt. Auf jeden Fall immer eine tolle Gelegenheit, vom Bulli Fotos zu machen. Wir sind etwa 30 Kilometer vor Darmstadt und von Westen zieht Regen auf. Wir werden wohl nicht mehr trockenen Fußes dort ankommen. Aber was soll's? Ich freue mich auf ein Stück Butterkuchen und eine schöne Tasse Kaffee.